Bezweifle ich. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn dadurch, dass sie den Offspring gekillt haben, da werden sie. Das ist ein richtiger Fuchsmove. Ich glaube, die werden ihn geheim halten, bis irgendwer anders ihn killt. Ja. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Ja. Ich meine, warum was verschenken? Aber wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen oder so. Ja. Vielleicht ist er auch einfach doch viel leichter, als man denkt. Kann sein. Ja. Also, weiß halt leider auch so ein, weiß leider dadurch, niemand, dass wir gar nichts gesehen haben. Kann das ja auch schlicht und ergreifend sein. Mal gucken, wer dann die nächste Gilde ist. Wen haben wir denn jetzt? Also wir haben Echo. Echo ist jetzt schon in den Top 10 dabei. Genau. Dadurch, dass natürlich US gestern schon geradet hat, ist natürlich die restlichen Gilden USA. Basically. Aber ich denke, andere Gilden holen jetzt langsam auf. Ja. Aversion fängt jetzt an. Pieces hat ja auch vorhin sogar noch Arena gespielt, hat man ja gesehen. Die haben ja auch auf die Aversion-Leute getroffen. Da waren Pieces-Leute, die werden auch mittlerweile raiden. Ja, das ist langsam. Ich weiß nicht, ob Fetchuck Yes raidet. Ja. Aber ein paar Gilden werden jetzt anfangen und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. Wir müssen auch gucken. Ich glaube, wir kriegen ja eh einen Alert, sobald in den Top 20 was passiert oder so. Das sieht ja so aus. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die Top 20 schon voll sind oder so, aber den ersten oder den zweiten Kill, wahrscheinlich, wenn Huntsman stirbt, müsste es einen Alert geben. Huntsman müssen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Top 20 von Huntsman sind schon weg. Echt? Ja, ich glaube schon. Okay. Bei NA so fleißig? Beim Destroyer sind noch keine 20 drin, soweit ich weiß. Zumindest vorhin noch nicht. Vor 2 Stunden noch nicht. Na gut, das bildet sich jetzt alles ein bisschen, ne? Weil die eine Truppe geht zu dem Boss, die andere Truppe geht zu dem Boss. Wobei meiner Meinung nach der Destroyer ein bisschen einfacher ist, ja. Mhm. Als die anderen, die Möglichkeit. Es ist ja, du hast ja 2 Wings sozusagen. Mhm. Im einen Wing hast du einmal erst den Huntsman, danach den Hanging Destroyer, danach Lady Inerva. Mhm. Im anderen Wing kannst du dich entscheiden, entweder Artificer oder Sun King und danach das Council. Und also theoretisch kannst du dich entscheiden zwischen Huntsman, Artificer und Lady Inerva als zweites. Mhm. Und alle gehen zu Huntsman, weil er scheint so mit der einfachste zu sein. Hunterwaffen und einfach wahrscheinlich. Und er droppt Hunterwaffen, ganz genau. Das ist halt so das Wichtigste. Und danach wahrscheinlich der Hanging Destroyer. Und dann mal gucken. Also das wäre jetzt meine Richtung, die ich gehen würde. Mhm. Könnte auch sein, dass Sun King ein bisschen einfacher ist. Mal gucken. Das wird man sehen. Ich weiß nicht, was die Version macht. Ja. Ja. Also ich glaube auch, dass Hanging Destroyer ein bisschen einfacher ist. Also Hanging Destroyer braucht halt ein bisschen mehr Einteile. Mhm. Also nach dem, was ich zumindest von Nexo gehört habe, auch so nach dem Testing und so, er meinte, die haben das ganz gut gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich Destroyer irgendwie einmal versuchen mitzunehmen, wenn er ihnen liegt. Ja, klar. Ja, das macht ja auch mal Sinn. Das ist einfach wirklich nochmal eine Rutsche Items für ein paar Leute. Ja, klar. Das kann natürlich schon viel bedeuten und so. Ich guck gerade mal rein, wie sind wir denn? Phase 2 ist schon fast vorbei. Ja, der Raid tickt sehr extrem. Ich mal auf Next POV. Kein Debuff. Die haben einen Debuff. Oh. Das ist der Debuff von einem Bären. Der Bär, der durchgekastet hat. Aber ist spielbar. Ja, ist jetzt auch runter. Jetzt muss es war ein Debuff, ist noch spielbar. Da wurden jetzt auf jeden Fall Highlight-CDs dann aber genutzt für. Ja, das ich hoffe, dass wir die später nicht mehr brauchen. Ja, ich hoffe, dass wir das aber. Es geht auf jeden Fall. Du kannst ihn noch killen. Definitiv. Der ist auf jeden Fall killbar gerade. Ja, gut, jetzt muss halt dann umso cleaner gespielt werden. Ja. Das ist halt so die Sache. Aber ist jetzt letzte Phase. Genau, jetzt kommen die ersten. Der Sinnsieger wird. Karasch hat's erwischt. Kriegt Retz. Ja. Ist sogar kein Problem. Jetzt haben wir noch einen Ready. Haben wir noch. Wo sind denn seine Battle-Reds? Ach, da unten. Unten unterm Red-Frame. Ja, unterm Play-Frame. Ja. Genau, okay. Ed wird jetzt gegrippt. Ganz genau. Bei 50%, das passt auch. Jetzt muss wieder geblastet werden. Oh, jetzt darf auf keinen Fall ein Ed durchcasten, das ist wichtig. Das muss gestunt, ist nochmal gestunt, jetzt muss geblastet werden. Ja. Ah, Druck sitzt aber auch drauf da. Die Reihe flog. Er kommt aber auch. Da war der Spreadshot. Das war der Spreadshot. Die Leute standen ein bisschen in der Line gerade. Aber sie haben überlegt, das war die Krise. Das zweite Ed reingezogen. Das zweite Ed hat jetzt ein bisschen mehr Stacks schon, das wird relativ schnell umfallen. Das denke auch. Also, muss aber auch, ne? Ja, ja. 86% und so. Dann aber gut, das Platz kommt. Das ist Geschichte. So, und jetzt haben wir basically. Jetzt passiert eigentlich nicht mehr so viel. Jetzt heißt nur noch Tanks überleben, Raid überleben. Und gegebenenfalls Immunities für Sin Seeker, was auch immer ganz genau zu retten ist, sag ich mal. Was du jetzt machen kannst, der Fight geht nicht mehr so lang, du kannst den Sin Seeker auch ablegen. Aber ich glaube, die immunen den noch. Und legen vielleicht den nächsten ab. Mal gucken. Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Oh, bei Win war es kurz eng. Also ungefähr 1 AP noch. Spreadshot auch wahrscheinlich. Ja, das ist immer. Also Sin Seeker und Spreadshot überleben. Wenn sie nochmal Sin Seeker und Spreadshot überleben sollten, dann liegt der Boss. Auf jeden Fall. Basically. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ah, oh, da hat es Dings erwischt. Und der hat wieder eine ordentliche Kette gekriegt. Aber wir haben in 4 Sekunden haben wir Battle Rats. Hori muss nur ein bisschen kiten. Muss den Dick nur ein bisschen kiten. Run, go, run. Okay, wird gerätzt. Kannst du spielen, ist noch spielbar. Perfekt. Ja. Okay, gut und sauber adaptiert auf jeden Fall. Der Shotgun, Bruder. Der macht richtig viel Tank-Damage. Der macht richtig viel Tank-Damage. Ja. Deswegen kann ich keinen Tank spielen. Wenn das mit mir passiert, ich mach rückwärts halt so vom Tank. Das ist für meinen Lebensbalken nicht so wichtig. Aber noch einmal ein Hole jetzt. Ich
mehr viel. Aber die haben auch genug Platz. Also siehst du, Platz ist zwar. Ist auch clean abgelegt. Ja, ja, also auf jeden schön Fall weit außen, ja, genau wie es sein soll. Sie haben es halt auch recht. Also sie haben echt die Spicy-Phase gerade sehr, sehr sauber. Aber jetzt kommt der letzte Sin-Seeker. Ist die Frage, ob sie noch Immune. Wenn sie noch was haben, wahrscheinlich. Ansonsten ablegen, I guess. Oder? Ja, Sie immun, ja. Alle am Leben. Das sind safe. Tot. Sehr clean gespielt, sehr clean gespielt. Fünfter, ja. Pull. Ja. Respekt. GZ an der Version auf jeden Fall für Nummer 2 von 10. Ja. Also GZ. Jawohl! Hunterwaffen. Zwei Hunterwaffen. Danke, das ist big.